Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, ich bin
Thank you.
Bahnsport in den Augen sind immer die Einzige, das freut mich auch natürlich sehr. Und genau, das ist mir eine große Freude. Es ist leider so, dass ich auch eine sehr traurige Kunde für Sie habe. Wie Sie wissen, ist eigentlich normalerweise bei den Veranstaltungen immer meine liebe Mutter mit dabei. Leider dass sie nach der Operation am Montag dieser Woche, seitdem im Koma sich befindet, in einem nicht sehr guten Zustand. Ich möchte Ihnen aber dann nicht den Abend verderben. Wir haben uns lange überlegt, ob wir das einfach jetzt spontan alles absagen sollen oder gut heißen sollen. Ich habe mich dann eigentlich mit ihm und auch mit meiner Frau bewusst dazu entschieden, dass wir das trotzdem machen, weil das eigentlich so wirklich abschließend waren für die letzten 42 Jahre meiner selbst, dass in dem besten Sinne wäre, dass wir das machen. Ja? Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir hier ein paar Gedanken schicken, sag ich mal, und dass wir auf sie anstoßen. Sie ist ein sehr lebensfroher Mensch immer gewesen, wer sie kennt, wird das bestätigen. Und sie wird sich sicher freuen, wenn wir an sie denken und auf sie anstoßen. Ja. Vielen Dank. Meine liebe Mama, ein Bierchen nehme ich da auf, gell? Sehr zum Wohl. Ich möchte Ihnen dann die Stimmung verderben, es tut mir so leid, weil die Leute sind eingeweiht, andere nicht, das tut leid, ich wollte jetzt nicht erreichen. Es soll ein trotzdem jetzt interessanter Abend werden, Sie haben da schöne Kulinarik, das habe ich ganz vergessen zu meiner Rechten, herum aus dem Schicki, das ist ein sehr nobles japanisches Lokal in der Kurstraße in der Stadt, die als eine der wenigen Hauptbelegschaften eigentlich nicht japanisch ist. Dieses Lokal 2 mit Sternen erlegt, aber ich glaube, keine Struktur, das tut mir leid. Aber wie immer, ich war nochmal klein. Also das freut mich sehr, dass wir da eben so wunderheftige Unterstützung haben im kulinarischen Bereich. Und ich hoffe, dass es sich schmecken lassen und dass wir da einen sehr schönen Abend genießen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich übergebe das Wort eben an den Herrn Masasche für seinen Vortrag, für ein bisschen eine Einführung in sein Handwerk und eine Reise nach Japan. Und einen kleinen Moment noch, wir haben ein kleines Geschenk natürlich auch. Okay. Was hast du gemacht? Ja. Ja, aber man kann bitte zugreifen, ja? Das ist schon geplant, dass
jeder da sicher was nimmt. Also vielleicht mit Ihnen mit euch gleichzeitig. Also aber das wir wollen jetzt nicht aufgeben, das weiß ich nicht. Alle Händler zu bedanken für die lange Zusammenarbeit. In Japan gibt es verschiedene Formen, um Dankbarkeit zu zeigen. Und eine davon ist der Dankesbrief, also einen Preis zu schenken. Und das möchte ich gerne, das habe ich so vorbereitet. Und ich möchte gerne Herrn Lorenzi überreichen. Masashi Kuke, grob als Andenken von Thank you.
Thank you.
So, jetzt möchte ich gerne über Messerschmiede sprechen und auch wie man das Messer anwendet. Und ich werde langsam sprechen. Ja. Und zum Schluss gibt es ein QR-Code, damit man so Feedback geben kann. Und ja, deswegen, wir freuen uns Ihre Meinungen nach dieser Präsentation und dieser Veranstaltung. はい。これはロレンスです。はい、そうですね。じゃあ、まず、私が作っている包丁は、日本の伝統的な、和
膀胱と呼ばれる種類の膀胱、それから両場と呼ばれる膀胱、両方作ってます。リンパっていうのは両方のダブルエッジって言います、ね、そうですね。So Küchenmesser, die ich erzeuge, sind einerseits sogenannte Wabocho, also japanisches Küchenmesser, echte japanisches, also traditionell geschmiedete japanische Messer, und auch heißt Ryoba, das ist beidseitiges Messer. で私は鍛冶屋の家系に生まれまして、遡って記録として残っているのは1850年代まで遡れるんですけど、その前はないです、まあいろんな理由でないんでしょうけど、分かるところはそこまで。でそれから続いてきている、伝統的な作り方で今その技術を受け継いで、でまたさらにもう少し今の近代的な鋼に合わせながら、伝統的なものと組み合わせて包丁を作らせています。Ja, also meine Familie betreibt diese Messerschmiede schon Generationen und erste Beleg sozusagen ist 1850 und ja, wir übernehmen immer diese Tradition weiter undAlso japanisches Handwerk und auch moderne Art haben wir auch übernommen. Vielleicht, dass ich ganz kurz reinkriechen darf, weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht jedem klar war, was der Unterschied zwischen einem Wabocho und einem modernen japanischen Messer ist. Ein echtes japanisches Messer ist was einseitig geschliffenes. Man sieht hier zum Beispiel einen Werdegang. Das ist eben asymmetrisch. Ja? Das ist also nicht ganz egal, ob man das in der rechten Hand hält. So ähnlich wie beim Brotmesser. Wissen nicht viele Leute, deswegen sage ich es jetzt extra besonders. Bei dem, ja, da kann ich zum Beispiel ein Herz zeigen, da sieht man eben schön, die Rückseite ist flach bzw. leicht hohl und die Vorderseite hat eben diese einseitigen Keile. Und fertigt er auch, aber fertigt ihm insbesondere auch europäische Messer vom Typ, die symmetrisch sind. Ja? Also das ist nur vielleicht ganz kurz an die Richtung, aber dass man halt da versteht, was gemeint ist mit dem klassischen Japanisch und modernen Japanisch. Ja? で少しまずじゃあ日本の私の紹介はまあこれくらいにして、日本の包丁歴史を軽く簡単に説明させてもらいます。So, jetzt möchte ich gerne die Geschichte oder historische Entwicklung in Japan, wie japanisches Messer so entwickelt wurde, erzählen.日本には、今分かっている段階で2500年前くらいに中国大陸から鉄の刃物が渡ってきたと言われています。Also, so wie es also belegt werden kann, wissen wir, dass wir jetzt also, 2500 Jahre her aus China die Eisen gekommen sind.で私の住んでいる新潟県では、発掘された現物、発掘されたものの話から言えば2000年前ぐらいに新潟県という場所に入ってきています。で今の包丁の原型となるものが存在している遺跡としては1500年前です。Ja, wo ich wohne, ist Niigata Präfektur und dort wurden verschiedene Funde, alte Fakte von Steinzeit und so weiter. Und in Niigata ist es vor 2000 Jahren ungefähr, wurde dieser Eisenstück gefunden und auch diese Urform oder ja, wie es jetzt aussieht, diese japanische Küchenmesser, diese Form findet man schon seit 1500 Jahren. Also es ist nicht geändert seit damals. 実は私もこのことを調べてて、驚いたんですけど、1500年前に
今の皆さんが見ている日本の包丁の形がすでに存在していて、で、それが変わっていないことに一番驚かされました。Entschuldigung, ich habe schon vorher gesagt, aber also, ich war total überrascht, dass bereits 1500 Jahre her Urform eigentlich sieht genauso aus wie jetziges Messer gab. Ja. Ja. Wer hat es erfunden? そこがやっぱりこれからちょっとお話ししますけど、なぜその形になったか。Ja, also, ja, ist gute Frage. Und ich möchte gerne darüber sprechen, warum diese Form ja, geformt wurde. これは私の推測も入りますし、鍛冶屋の言い伝えられてきた部分の話も含まれて皆さんにお伝えするので、真実ではないかもしれないんですけど、私の考えとして。Das ist nur meine Idee, ja. Also es gibt auch Vermutungen, es gibt auch Überlieferungen in der Schmiedefamilie und darüber möchte ich jetzt sprechen. まず日本は立地的な問題、条件、人が生活する条件の一つとして島国で湿度が高くて、物が腐りやすいんです。で、かつ島国などで鉱物が少なくて鉄を作る材料が少ないんですよね。それがものすごく大きく関係している話で、そういう形につながっていったっていうものがちょっと、まあ、今おざっぱりですけど、これから詳しく話します。ヤーパンです。今はインゼルランund es gibt so spezifische lokales Klima und Luftfeuchtigkeit und ja, also Gemüse oder also Nahrungsmittel kann leicht, also schnell verderben. Und einerseits ist dieser Grund und andererseits gibt es auch so Rohmaterial für Eisen und also zum Stahl zu bilden, gibt es nicht viel. ありますよね。日本で魚ってたくさん食べられてるんですけど、刃物で包丁で切った時によく切れない包丁だと魚の臭みがとてつもなく大きく出てしまってすぐ腐ってしまうんです。食べるものが、生きるための食べるものが少なくなってしまう。Ja, also wie man weiß, in Japan isst man sehr, sehr viel Fisch. Und wenn man aber Fisch mit stumpfe, also nicht scharfe Messer schneidet, dann wird es schnell schlecht. Ja, so, es wird auch so aromatisch sehr schlecht. Darf ich vielleicht kurz einhaken, wenn Sie dann wissen, ist das da Hokus Pokus oder nicht? Also nein, es geht darum, dass man im Endeffekt weniger Schäden an Zellen und an Strukturen eben hervorruft, wenn die Klinge möglichst scharf ist und dass eben man den Zellen abtrennt und nicht was zerbrecht und zerreißt und dadurch eben das sozusagen länger frisch bleibt. Ja. Das auch ありがとうございます。ありがとうございます。それは日本の刃物がよりよく切れる進化の過程で必要な考え方と、それを実現するために日本の、過去の方たちがたくさん切磋琢磨されて生まれてきた、その成り立ちが最終的に、結果として残って伝わってきていることを今、つながっていく話なんですが、はい。Ja, also es war also diesen Grund, warum, also Herr Lorenzi hat jetzt gerade gesagt, wir haben deswegen so ein Bedürfnis gehabt, um Fisch länger zu genießen zu können, länger und auch gut genießen zu können, ganz scharfes Messer zu kreieren. Ja.
で、続いてが、歴史の途中まで、すいません、途中までどこまで行きましたかね。そうですね、歴史的に形が一緒でっていうところまで言いましたね。で、あの、で条件言いましたね。はいはいはい、条件なので、次が。切れやすいようにっていうことも言ったので、あ、じゃあそれではちょっ と、これから作り方の、写真を交えてちょっと説明しながら、ちょっと写真は割愛してあるんですけど、ちょっと説明しながらお話しさせてください。Also jetzt möchte ich gerne diesen Prozess zeigen, wie das Messer so geschmiedet wird. あ、ごめんなさい。ここまでで質問。Ja, ich habe eine Frage, eine technische Frage. Bei einem japanischen Küchenmesser ist eine Seite flach oder leicht nach innen gebogen wird, die andere ist schräg. Welche Seite wird zum Schneidgut, zum Fisch oder zum Beispiel gehalten? Die Hohle. Die Hohle? Es kommt darauf an, wo Sie hinschneiden, aber wenn Sie sozusagen so viele Bieren, dann ist die hohle Seite oben, ja? Und diese Keilseite unten. Ja? Wie beim Stemmeisen. Also wenn Sie auf jede Stemmeisen verkehrt und halten im Holz, dann haben Sie den gleichen Effekt. Also sieht Ihnen die Klinge halt auf die Seite. Ja? Das sind dann nicht mehr rechts hinten. Ja, das bedeutet, die schneiden was oben. Das bedeutet, es ist die Schneidseite, ja, ist auf der Seite des Teiles des Fisches, das ich gerade wegschneide. Okay. Das bedeutet, die größten Zellen zur Zerschädigung oder Zerstörung ist auf der Seite, was ich bereits schneide. Das bedeutet, es wird jetzt verzehrt. Das bedeutet, die Schneide ist ja nicht gerade, richtig? Ja, ja. Okay. Die flache Seite, ja, genau, ist aus. Die flache Seite ist die Seite, die schneidet. Das bedeutet, okay, hier auf die, dass das Stück, das ich gerade schneide, ja, da zerstückelt, also beziehungsweise zerschneidet, okay, also sich schnell mehr. Immer so, genau, das bedeutet, das große Stück, was ich hier habe, behält, ja, sich länger frisch. Dadurch, okay, dass ich, ja. Alles klar, danke. Noch eine Frage. Das Eisen kam aus China, habe ich verstanden. Ist das Design, dieses Design wirklich dann originär japanisch oder haben die Chinesen das eigentlich Gefällt mir sehr gut. Fordern Sie unseren Gast heraus. Kann sie sich ja gut. Ah, also, ich war so nicht lebte, da war ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber その途中で日本独自の形に切り替わっていったものもあると思います。両方あると思います。あの、男性は言うと確かに。Leider war ich damals nicht auf der Welt. So kann ich nicht Ihnen sagen. Aber es ist wohl möglich, dass es diese Form auch von China gekommen ist. Aber es wurde dann weiterentwickelt in Japan. Weil die Chinesen, also jetzt so dreht dann kurz reingehen, darf eigentlich nicht bekannt sind für eine ausgeprägte Messerkultur. In Japan gibt es ja fast für jeden Schnitt eine eigene Messerform. Ja, also das ist sehr aufgestückelt. Und in China ist es ja so, da kennt man hauptsächlich dieses beilartige Universal-Küchenmesser und sonst eigentlich kaum spezielle Formen. Ja. じゃあ今度は作り方の説明をしていきたいと思います。まずこの、ここに写っているものは、鋼です。皆さん鋼ご存知でしょうか。焼き入れという工程を経ると硬くなる鉄です。それが鋼で、あ、Das ist Stahlstück, ja, so, wenn man erhitzt und schmiedet, dann kann man Form bilden aus diesem Stahl.
これは今度は焼きを入れても焼きが入らない柔らかい鉄って呼ばれるものをくっつけます。その前段階で、火の中に入れて温度を上げて最中。 Also was wir davor gesehen haben, dieser Stahl ist sehr hart. Und aber diese Eisenstück, die sind weicher und sie werden nicht so ganz hart wie Stahl. これは焼き入れしても硬くはなりません。Diese Materialien, auch wenn man so viel erhitzt und schmiedet, werden sie nicht so ganz hart. で、接合する間に、日本でいう接合剤という粉をまいてくっつける技法が、実は明治ぐらいから行われ始めました。明治なんで1800年代後半ぐらいですかね、にはこういうものが使われ始めました。Diese zwei verschiedene Härte, also ganz hartes Stück und ein weiches Stück, werden zusammengelegt. Und wie man das zusammenlegt, ist mit diesem Bindemittel, gibt es ein mit Hitze werden also Feuerschweiß Schmieden werden zusammengelegt und diese Technik wurde ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. これは鋼と鉄を合わせた状態で温度を上げて接合剤を溶かして圧着ですね。圧着させていくものです。鉄と鋼です。これはそうです。Also, das ist gerade also zusammengelegt mit Bindemittel und Feuer, also erhitzt. Und es wird gerade diese Schweißtechnik angewendet. Wir sind beim zweiten Stück in dem Gas in der Mitte. Ne? Genau. Ja. Also, das ist jetzt kalt.頭の包丁でこういう作り方になったっていうのが、さっき言った日本は鉄を作るための材料がすごい少なくて、それ鉄を作るために鋼が重要なんですけど、一回鉄を作ると鋼っていうのは本当に少ない量しかできないんです。で、鋼じゃない柔らかい鉄はたくさんできます、できてしまうんです。それが故にこういう作り方になっていったであろうと聞いています。Ja, also warum man dann diese zwei Schichten oder zweilagig macht, ist diese weiche Mittel gab es viel, aber um Stahl zu bilden gab es keine oder gab es nicht so genug Rohmaterial. Ja. これは、関節が終わった後に今度はその包丁の形状を作っていくことです。ここは輪郭と厚みを揃えていくことです。真っ平らには作りません。平らには作らないです。必要な包丁に必要な形状を作りながら輪郭と厚みの形状を作っていくことです。Also hier wird gerade geschmiedet oder so geschlagen, und, um Form zu formen und auch diese Dicke zu reduzieren, um gleichmäßig zu machen, aber nicht so ganz gerade, sondern ja, es gibt eine Technik.
まあ、この作り方は実は、日本の国内でもほとんどやってる人がいないんです。Also das ist eine traditionelle Art und Weise, aber heutzutage gibt es wirklich ganz wenige Schmiede, die diese also, Schmiedetechnik anzuwenden. Ja, also Kontur nennt man, oder? Also, ja, also Form ist Kontur und die Dicke, oder? Also ja, also beide gleichzeitig zu formen, ist es wirklich sehr schwierig. Und so viel ich weiß, gibt es nur drei Messerschmiede in Japan, die das machen. これは、もうごめんなさい、ここは割愛、写真を割愛してるので、ここはハンドルの中に入る、こっちはもう包丁の形になる直前で輪郭を整えながらスケールを履いて形を作っている途中のものです。Also, man sieht schon, also gut, hier ist schon Griff und dann Messer, ne? Also Klinge.Und ja, also so wird geformt und ja. Den, hier kommt auch, also man nennt man Film, oder? Also diese Haut oder das, 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 das wird abgehen. Ja. Ja. ここが少し日本の独特なところなんですけど、表面の酸化ひまりを取るために叩いて取ることもやるんですけど、同時にここに水が撒いてあるんです。水の、水蒸気爆発っていうのを使って表面の酸化ひまりを吐いて叩いて凸凹をなくしていく。Also hier wird Wasser, Wasser gegeben und wird oxidiert, oder? Oxidiert. Ja, und es wird ganz glatt. Und これが、まず鍛造の粗い鍛造が終わって形を作って何も切り落としたり削り落としたりしない状態で終わらした状態です。Also, das ist eine, also Zwischenstand. Und es wurde grob gestählt. Und es ist aber noch nicht geschnitten oder geschliffen. Es ist ja, nur gestählt. Grob geschnitten, ja. で、こっちが刺身包丁、柳刃っていうのがあります。で、こっちは、まあ、Also ja, links ist der längliche Sashimi-Bocho, also was wir gesehen haben, oder? Und das andere ist Deba-Bocho, sogenannte. Ja, diese, so ein bisschen dickerer. Ja, kann man sagen. Ja, nachher können Sie gerne anschauen. Ja. この状態になって初めて輪郭をハサミを使って取ります。Also, nach diesem Zustand wird mit einer Schere geschnitten. Spezielle Schere. Schere. Und zwar so. このハサミで、いつかと合わせたハサミ切りを取っていきます。鉄で鉄を切るんです。Also Eisen, also Schere aus Eisen schneidet Eisen. Ja. Das ist nachdem geschnitten wurde. Hier wurde auch ein bisschen geschnitten. Man sieht nicht so ganz klar, aber so die Grenze oder so Stahl und Eisen, also ein bisschen Unterschied.
die erkennt man. Also normalerweise normalerweise schmiede ich nicht nur ein Messer, sondern 100 auf einmal. Und wenn man aber ein Messer schmieden würde, dann dauert ungefähr eine halbe Stunde. Vielleicht ist ja ähnlich, wenn ich da ein bisschen unterbrechen kann, wie bei uns in der Rezepturschleiferei, weil manche Leute glauben, ja, kann ich da gleich drauf warten, jetzt auf die Arbeit, so, ja, müssen sogar, aber bitte nicht hier, sondern daheim. Sag ich natürlich nicht so, aber ich komme mal auf der Zunge, weil wir einen Wochenturnus haben, weil wir auch eben steril arbeiten. Also das ist, wenn alle Messer auf einmal mal vorgeschliffen, dann wird das gebistet, dann wird das abgezogen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es in der Produktion genau das Gleiche. Weil sonst ist ja nur einmal rumspringen zwischen Schmiedehammer, Schere, Schleifeinrichtungen und so weiter und so fort. Macht es keinen Sinn. Hallo. ここでちょっと一つ日本人らしいところが実はここにあって、ここに境目があるんですけど、鋼と鉄の境目があるんですけど、これには実は何通りか意味があって、まずここに境目があることで、この分だけ鋼が少なくて、材料が鋼っていう貴重な材料が少なくて、プラスここ実は指の線があります。ちょっとこっちを貸してください。これこうやって持った時にこうなって指の線が、実は指を乗せるところがここに鋼がくっついていると指切れちゃうんです。角実は切らないように焼きの入らない柔らかい鉄で作っております。ここが鉄です。ここが鉄です。こっちが鋼。Ja, wir haben gerade gesprochen, dass wir also, dass man diese Grenze sieht und das ist weichere Eisen und dann unten ist ein harter Stahl. Entschuldigung, ich habe gezeigt. Aber da gibt es einen Grund. Stahl ist sehr kostbar und andererseits ist hier ganz wichtig, findet man leider Finger auch. Ja, deswegen ist es wichtig, dass es hier so weiche Eisen ist. ちょっと写真割愛しますけど、実はこの写真とこの写真の間には、最後に温度を下げながら鍛造して鋼と鉄を両方鍛える作業をしています。ちょっと写真がなかったのでごめんなさい。割愛させてもらいます。Von letzte Foto bis hierher gibt es auch verschiedene Prozesse. Und inzwischen gab es natürlich auch Erhitzen, Schmieden und so weiter. その鉄と鋼を鍛える作業の時に低温でやるんですけど、低温といっても、まあ、人によって温度が違うんですけど、うちらでいうとこの冷間鍛造っていうものがあるんですよ。ごめんなさい、ちょっと難しいですけど、鍛造の中では高温っていうと1100度から1200度ぐらいの話をするんです。高温っていうのはで、中温っていうのは600度から900度くらい、低温はそれ以下です。Ja, also auch wenn man sagt, erhitzt und geschmiedet, erhitzen gibt es auch verschiedene Temperaturen. Wenn wir sagen hohe Temperatur, bedeutet das 1100 bis 1200 Grad. Und mittlere Hitze
ist so circa 600 bis 900 Grad und niedrige ist darunter. Und dieser Prozess war niedrige Temperatur. Auch niedrige Temperatur führt zu gediegenen Verbrennungen. Alte Weisheit von einem Messermacher. Kurzer Schmäh am Rande, weil mir gerade einfällt, eines bekannten Messermachers. Eine Regel kann man immer befolgen, wenn man Apotheker nichts kostet und beim Schmied nichts angreift. でまあ低温で乾燥すると実は焼きの腹に入らないで硬いという表現じゃないんですけどバネ性が出てきます。で鋼はよりバネが強くなって硬くなります。その作業を最後に鍛えるそれをやっていきます。Warum man diese niedrige Temperatur so schmiedet, ist einerseits für Stahl viel härter und andererseits diese weiche Teil, ja, also Eisen, bekommt auch so ein Sprungkraft, oder? So ein bisschen Elastizität. Ja, genau, danke. Hi. でここで輪郭をほぼもう商品のなる形にここで輪郭を整えます。Hier wird dann so wie fertige Form geformt. まだ決して刃は薄くなってないです。Aber Klinge ist noch nicht ganz scharf. これは今度は曲がりを見てまっすぐに直してる。Also hier wird gecheckt, wie es keine unnötige Bogen entsteht. で、これはまあ作業をやってるときに一本だけを作るわけじゃないので、これぐらいの数を求めて作りながら工程を流しています。Also hier wird so gezeigt, wie viele Stück auf einmal Jetzt habe ich eine Special Interest Frage. Was ist denn das für eine Holzkiste? Ist das irgendwas Spezielles? Komm, wir haben Kinderpapier. Warum ich so blöd frage? Also es ist zum Teil üblich, also in Italien zum Beispiel, im Lago, Klingenzentrum Norditaliens, wo auch, also bei diversen Firmen auf und eingehen, da ist es Usus, dass also alte Munitionskisten bis zum Zweiten Weltkrieg verwendet werden für die halbfertigen Produkte und die werden von Wert zu Wert damit. Die haben da viele offensichtlich. Also vielleicht ist das auch irgendwas anderen Ursprungs wahrscheinlich. みかん箱がちょっと強い木を使ってたらしく、それを加工してこういう箱を使ってました。Also, wo ich diese Schmiedetechnik gelernt habe, gab es viele Holzkisten für Mandarinen. Weil es besonders stark war. Sehr gut, danke. でこれは焼き入れ前の表面についた酸化皮膜を落として焼き入れ性を上げるために削っているところです。大きな取り設計です。まだ仕上げの前です。Bevor man fertig stellt, oder es gibt noch andere weitere Prozesse, aber hier wird also oxidisiert oder so, ja, unnötig oder runtergehen, so abgetrieben sozusagen. Ja. Ja, also es ist schon Wasser. Im Winter so warmes Wasser. Ja. これは焼き入れ前のまた焼き入れる前に中仕上げをしてる。
Es ist so ungefähr also, mittleren Zustand sozusagen. Es ist noch nicht fertig, aber ja. Man es sieht ist ein schon, bisschen, was ist hier. Ja, genau. Geht schon langsam. で、この写真とこの写真の間で焼き入れが行われているんですけど、焼き入れの時の写真もなかったので、また割愛させてもらいます。Also inzwischen von hier bis zum nächsten Foto hier gab es auch noch mal Erhitzungsprozess. で、これは焼き入れた後に、今度はやっと刃の部分を薄く削るための作業をしている。Hier wird also, ja, also, zum ersten Mal so geschliffen, um Klinge zu schärfen. Von ersten Schleifen bis hierher gibt es verschiedene Prozesse, aber ja, so. Falls Sie sich jetzt wundern, warum das auf einmal so ganz anders ausschaut, es ist auch nicht das Gleiche. Also das ist jetzt eben so ein europäisches oder westliches Messer mit dem symmetrischen Klingengeometrie, also nicht so einseitig wie vorher. ああそうですね、ありがとうございます。でこれはまた仕上げの違うものなんですけど、使ってる材料も違うんだけど、それで仕上げて途中もう最後スポットの一工程で手前まで来てるんですね。Also das Messer ist schon fast fertig, noch nicht ganz, aber fast fertig. Und dieses Messer ist aus anderem Material und man sieht auch, dass es ganz anders ist. Und hier ist der letzte Haarteil. Also die Klinge wurde bereits ja, so fast fertig gestellt. でこれでもうほぼ完成。絵も入ってきて。フェアティゲンツーしたミッグリップ。Vielleicht ganz kurz dazu, also es ist in Japan eben so, dass eben der Messer schon nicht halt die Klinge fertig und der Griff wird von einem Griffhersteller gemacht, die Arbeitsteile, und die wird halt dann eben dann noch montiert, aber das ist eine Arbeit, die also in den seltensten Fällen zusammenfällt, sondern halt immer spezialisiert eben auseinander bleibt. Ja. Ah, so ist es, ne? Enoko wa watashi wa shiru. Ich habe eine kleine Frage. Diese Form, also diese Art, den Stahl zu falten, hat das einen funktionellen Hintergrund? Ist es besser, wie der Sandwich-Stahl? Das ist die Antwort und das Ergebnis. Das ist die und das Ergebnis. Okay. ああ、わかりました。じゃあ今度は包丁の選び方というか、その辺をちょっと。Okay, dann ich werde jetzt erklären, welche Unterschiede zwischen verschiedenen Küchenmesser, japanischen Küchenmesser gibt. Ja. Unterschiede zu zeigen. Ja. In der Qualität, meine ich. Qualität, ja. Diese. Ich sage Ihnen nur vielleicht kurz, wie das technisch Fakt ist. Also diese Marmorierung kommt dadurch zustande, dass man im Endeffekt Stähle mit unterschiedlichem Kohlenstoffgehalt miteinander verschmiedet und durch nachträgliche Ätzen nimmt das immer unterschiedliche Korrosion an und kohlenstoffreichere Stähle werden dünker, kohlenstoffärmere oder kohlenstofffreies Material wie Nickel zum Beispiel bleibt ganz hell. Und das ist eine ganz super Sache fürs Auge, fürs Leben und zum Schneiden kommt ja auch null bei. Ja. Das ist letztlich aus der Geschichte der Stahlentwicklung her, dass durch dieses Falten von Stahl, wie es auch eben bei den japanischen Schwertern ursprünglich der Fall war, oder wie man ist, bei denen man heute kauft,
ist es so, dass das eben ein Homogenisieren des Materials eben das Ziel ist und dass der Nebeneffekt ist, dass es eine Marmorierung entwickelt. Und heutzutage ist es so, dass man die Marmorierung bewusst erzeugt, weil es natürlich ausschaut. Ja? Aber man kann Stahl am Weltmarkt kaufen, wie man braucht und das genau nichts beizuschneiden. Außerdem ist es so, dass dieses Messer dreilagig ist und sich sowieso nur mit dem Kern schneiden. Ja? Und nicht mit dem Außenrand. Aber ich möchte das nicht spoilern. Ja, natürlich, das auch immer. Wir finden abdrucken. Ja? Jedes Objekt ist anders. Ja? Aber wenn jemand fragt, ist das deswegen besser? Leider nicht. Ja? Vorher auf jeden Fall. どっちから話しましょう。輪郭の話と材質の話、ちょっと危なくて。ああ、わかりました。輪郭について。輪郭、形から来る音ですね。まず、皆さんもご存知のように、輪郭が違うと、Jetzt möchte ich ja zu dem also, Form, also wie also, die Kontur aussieht. Und also, je nachdem, welche Form das Messer ist, verwendet man anders. Also Zweckmesser. Also, 輪郭を選んでもらうと、より自分に合った包丁が選べるはずです。passende oder ja, beste Küchenmesser auszuwählen, muss man erst wissen, was koche ich, was schneide ich. 私たちが注文されて、この形に作ってるという注文をもらうときには、お客さん、最終的に使う方たちが、どういうものを使いたいかっていうことを聞いてからその形にしてやっぱり作ります。Wir nehmen immer so Bestellungen auf von Kunden und dabei fragen wir immer, zu welchem Zweck verwenden Sie dieses Messer, was schneiden Sie? Ja, so erst fragen und nachdem wir so gehört haben, zu welchem Zweck, empfehlen wir. それでアトレアスさんのところで注文を受けていくのはお客さんがどういうふうに使いたいかということで今度は輪郭から次には厚みの話になります。厚みを、ロレンツさんのところは変えてます。その厚みが違うことによってまた切れ方だとか使い方っていうのも全部変わってくる。それは皆さんの注文を受けて私らは変えて使います。 Wir nehmen immer so Bestellungen auf, zum Beispiel von Herrn Lorenzi auf. Also wir bekommen viele Informationen und dann überlegen wir welche Form, aber dann ist auch wie dick es sein soll. Also je nachdem wie dick oder dünn gibt es auch so Zweckmäßigkeit und deswegen ja. Also genau angepasst, wir machen so ganz oder make, oder? Also ja, also nach der Bestellung oder nach dem Wunsch von Herrn Lorenzi erzeugen wir. Dann muss ich kurz eben dazu sagen, was eben wirklich ihn auszeichnet, sind wirklich super dünne Klingen. Ja? Also das ist wirklich nicht ein Skalpell. Es ist relativ einfach, irgendwie ein feststehendes Messer in Form zu jetzt einmal und davon ist ein Schneid drauf zu machen und das wird dem Kochen keinen Spaß machen, weil wenn man da praktisch eine Spaltaxt vor sich hat, dann ist das unter mehreren Gemüse spätestens nicht so freudvoll beim Arbeiten. Und was halt wirklich seine Messer auszeichnet, diese modernen urbanischen Messer, also symmetrisch gestiefelten, sind wirklich super dünn. Also kann jeder dann auch überzeugen, glaubt man, man hat praktisch nichts in der Hand, Federgewicht. Ja? Und das ist halt nicht so einfach, dass man das so dünn hinschneidet und schleift, ohne dass das mal Richtungen verzogen ist und so weiter. Das ist wirklich besonders. Ja, ただ薄く作ることは私が作るのは
Aber um super dünnes Messer zu erzeugen, ist wirklich so schwierig. Ja, braucht man wirklich eine gute Technik. でも私たちはまっすぐ作らないと、どれだけまっすぐ作るかというので、切ることに対して使っている人が感じ方が変わってしまうと、もうとにかくまっすぐ作ることをまず一番にやっています。Also wir legen große Wert auf, um wirklich ganz gerade Messer herzustellen, weil wenn es ein bisschen gebogen oder so, also nicht gerade, so wirklich ganz gerade ist, dann fühlt man das beim Schneiden. だから、ロレンツさんから注文もらってるのはすごい難しい注文です、実は。Also eigentlich die Bestellung von Herrn Lorenzi ist sehr, sehr schwer. でも、それで皆さんが使って喜んでくれるんであれば、私はずっと作り続けます。Aber wenn Sie mit Freude also dieses Messer verwenden, dann würde ich wirklich so lange erzeugen, wie ich kann. あとじゃあここまでまた他に質問なんかありますか？Gibt es vielleicht eine andere Frage? Wie lange wird dieser Messer scharf? Ah, das kurz beantworten vielleicht? Ja, das Messer bleibt genauso lang und intensiv scharf, wie Sie es eben nicht missbrauchen. Ja? Also es bleibt ewig scharf, wenn Sie es nicht verwenden. Es ist so, ja. Ich sage das jetzt sehr, sehr salopp, also es hat aber einen wahren Kern. Es ist so, dass jedes Material und so auch Messerstahl einen Verschleißprozess unterliegt. Ja. Und je intensiver Sie das verwenden, desto eher natürlich geht die Schneide zurück. Insbesondere ist es so, dass die Messer, also die Hauptsache der Messer, die er eben herstellt, sind aus Kohlenstoffstahl, also nicht rostfreien Stahl. Die lassen sich auch eben in dieser Art und Weise verarbeiten. Wenn Sie einen rostfreien Stahl verschmieden wollen, ist das ein deutlich aufwendiger Prozess. Kohlenstoffstahlmesser glänzen durch eine sehr feine Gefügestruktur, aber haben keine wirklich, also im Vergleich zu hochstrukturiertem Material, eine nicht so lange Schneidhaltigkeit. Sie werden sehr schnell scharf, aber lassen auch schneller wieder nach. Das heißt, bei so einem Messer muss man sich auch darauf einstellen, dass man es schärfen muss, wenn man das auf dieser hohen Schärfe-Niveau eben halten möchte. Ja. Also nur, dass es jetzt so gut ausschaut oder eben so der Masse gemustert ist, kann man davon überhaupt nicht ableiten, dass es jetzt länger scharf bleibt. Ja? Aber das ist dann eher Thema unserer Schärfkurse, also jetzt einmal. Ja, aber jetzt, man kann das leider so nicht sagen. Ja, genau. Wo schneidet man? Da legen Sie mit so einem kleinen Messer eine Pizza auf einen Teller schneiden und dann kann man auch von einem Anfänger sprechen. Aber es ist zwischendurch der Bürger besser. Ich habe jetzt eine Frage an Sie. Was glauben Sie, warum Messer stumpfer wird? Also das Messer wird nicht, also stumpf. Ja, stumpf. Ja. Warum? Das wird durch den Abrieb und durch das Verwenden. Also, gibt es andere vielleicht? Ich hätte eine andere Frage. Achso, andere. wenn man es falsch verwendet, zum Beispiel. Ja, so ist es. じゃあ、皆さんが普段使われている使い方の中でなぜ切れなくなるのかという原因の一番の原因はまな板です。Also, der größte Ursache dafür ist eigentlich Unterlage. Ja. 実は日本の大学の教授が実験したことがあって、まな板を使わないで切ってたら刃先がどうなるかっていう論文を出してるんですが、その時に実は刃先の摩耗がほぼなかったんです。まな板を使うと刃先の摩耗が起きます。まな板を使うと起きます。まな板を使わないで空中で切り続けたんです。そしたら摩耗がほぼないんです。
Es gibt eine Forschung an der Universität, es wurde so experimentiert, ja, also wie das Messer so, also der Zustand von Messer verändert. Also ob man also, diese Küchenblatt oder wie sagt man, also Holzblatt ja, verwendet oder ohne, einfach in der Luft schneidet. Und wenn man in Luft schneidet, dann wird es nicht schlecht. Also es bleibt immer scharf. Will ich jetzt bezweifeln, aber. Okay. Also damit wollte ich eigentlich so erklären, dass der Grund oder Ursache eigentlich an Unterlage liegt. Technisch vielleicht dazu, also es muss natürlich die Unterlage um Kategorien weicher sein als das Messer, weil sonst nimmt die Schneide Schaden. Also wenn Sie von Stahlbrett auf eine Gasplatte oder auf eine Steinplatte schneiden, dann ist es härter als der Stahl und dann muss die Schneide Schaden nehmen. Also es muss die Schneide in mikroskopischen Bereichen die Oberfläche einbringen können, damit sie nicht beschädigt wird. Ja. Wir machen das auch schon seit ein paar Jahren. Oh. Ja, und nicht? Wie reinigt man diese Messer? Welche Temperatur von Wasser? Heiß, warm oder lauwarm oder kalt? Zum Waschen? Zum Reinigen, zum Abwaschen. Ja, ja, ja. Das ist der Schärfe nicht schade. Während übersetzt wird meine Aussage, aber egal. Ja. Also die Temperatur ist weiß nicht, mehr als 100 Grad, dann ein Thema, aber normal auch heißes Wasser lässt den Stahl vollkommen kalt. Ja. Also aufkochen sollten Sie es vielleicht nicht, jetzt eine halbe Stunde oder was, ja. Aber wenn Sie das normal mit heißem Wasser abspülen, kein Problem. Ich habe es gehört, das ist heißes Wasser, ist nicht so gut, weil das Schärfe schon eigentlich ein bisschen schade. Benjamin, Plätze, technisch, Zero. Andere Baustelle, aber die Hitze bis 100 Grad Wasser, kein Problem. Ja, weiß auch nicht alles. Ich wäre neugierig zu wissen, wie die Wärmebehandlung durchgeführt wird mit einem asymmetrischen Klinge. Es ist so, vielleicht machen wir das einmal ganz kurz so. Wir sind jetzt mit dem allgemeinen Teil schon am Ende. Es gibt da noch ein paar Spezialfolien, die genau vielleicht für diese Fragen Ding sind, dass wir vielleicht irgendwie sagen, wenn es allgemeine Fragen gibt, die noch zu stellen, und dann machen wir vielleicht irgendwie so ein Spinatissimum, wo man halt dann mit Übersetzerin schauen kann im Detail, weil sonst ist es, glaube ich, vielleicht nicht für jedermann spannend. Ja? Also vielleicht allgemeine Fragen und dann machen wir das speziell nachher, okay? Ja, ja. Weil wir haben nämlich ein paar Messermacher, Macherinnen bei uns, und die wollen es genau wissen. Also, ja. Genau, ja, aber ich nachher. Ja. Aber jeder Friseur wird Ihnen widersprechen, wenn Sie ein Rasiermesser, ein gutes Rasiermesser, mit heißem Wasser abspülen wollen. Ja, gut, der Friseur, der hat eher wie man Haare schneidet, ne? Sag ich jetzt einmal dazu. Ne? Nein, der hat eine Berufserfahrung. Ja, genau, aber in einem anderen Bereich. Ne? In einem anderen Bereich. Nein, das ist das Waschen vom Messer. Die sagen, das warme Wasser, das heiße Wasser ist schon zu heiß, der wird schon warm. Aber das Faszien-Diagramm von Stahl sagt, das ist wirklich scheißegal. Oder? Ich kann da sofort ganz überall. Ja. Also, vielleicht kurz, was sagt der also Fachmann? Meteorologie? Also, bitte? Meteorologie aufmachen. Ja, auch was gemacht. Okay. Chemie studierte Meteorologie. Ja. Darf ich ganz kurz das Wort an einen Gebildeten in diesem Fall geben? Ja? Also die Physik, also die physikalische Chemie sagt, es gibt da so ein Ding, das heißt Phasendiagramm, das ist vergleichsweise kompliziert zu erklären, brauche ich ungefähr eine Stunde, aber die Bottomline ist, es ist wirklich
österreichisch putzen, also wurscht, echt egal. Also 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad, noch da auf dem Phasendiagramm keine Unterschiede. Bei aus den Mitschreien und so weiter. Aber ich sage so, es sind so Berufserfahrungen, die Sachen da und das sagen die, weiß, ja, ich weiß. Wenn ich das seit meiner Kindheit beobachte, da hatte ich jetzt eh keinen Friseur mehr, der mit dem offenen Messer hantiert, auch nicht in den Mittelmeerländern mehr. Aber wir haben alle schon diese Klingen immer einsetzen können. Aus Hygienegründen auch hauptsächlich. Ne? Aus Hygienegründen ist das eigentlich auch hauptsächlich. Ne? Ja, ja, ja. Also nebenbei praktisch, wenn man jetzt ja, muss, ja, aber sicher. Ja. Aber die haben immer, also da war immer kalte Klinge, so kalt wie möglich, dann ist sie schneidet sie und so. Also Korrosion, ob also das richtig oder falsch ist. Also ein anderes Thema ist Korrosion, das ist ein chemischer Prozess und der läuft alle 10 Grad. Höher läuft Korrosion doppelt so schnell ab. Das ist ja, so. Also wenn ich schneller rosten haben will, dann ist jede 10 Grad macht wirklich einen Unterschied. Vielleicht ist das der Grund, dass die Messer. Dann soll der liebe Barbier. Kohlenstoffstahl. Ja, also vielleicht also die Frage, wenn ich es nur uminterpretiere, weil man oft hört, manche Leute sind sensibel auf das, dass eben zum Beispiel ein Kohlenstoffstahlmesser beim Schneiden von sauren Lebensmitteln eben oxidiert, reagiert, dann an manche, das eiselt ein bisschen, ne? Also das Lebensmittel dann. Ja? Und da hört man immer dann, ist es nicht jetzt giftig oder so. Nein, also ich bin nicht vom Fach, aber sonst wären wir jetzt nicht da, ne? Wir sind schon lange ausgestorben, ne? Weil den Rostenstahl gibt es noch nicht so lange, ja? Verhältnismäßig. Ne? Oder? Kann man das so sagen? Man kann es mal sagen. Okay. Also, ungefähr. Die etwas längere Antwort ist, also natürlich, Menschen nehmen Allergien und es gibt auch, also spätestens wenn Nickelstähle verwendet werden, Nickel ist nicht so der Hit. Ja, da gibt es Kontaktezeme und solche Geschichten. Ja. Also die Leute sollte man vielleicht aus der Antwort aus. Also die Antwort stimmt, mit Ausnahme von den Allergikern. Wofür braucht man ein haarscharfes Messer? Weiß ich, macht halt mehr Spaß beim Schneiden letztlich. Im Fall, wie ich das verstanden habe, eben zu Beginn, ist es ja so, eben, dass eben mit der scharfen Klinge sozusagen weniger Zellbeschädigung vielleicht stattfindet, oder ist das, geht das in die Bereiche der Esoterik, ich weiß es nicht, oder kann man das, dass also das Lebensmittel vielleicht schneller entwickelt, wenn es mehr Fall im Sushi-Bereich ist, dann der Schnitt viel glatter. Kann schon sein, ne? Man bekommt ein tieferes, besseres Mundgefühl, desto schärfer das. Und wenn man, also vielleicht, Sie können ja erzählen, in der Chirurgie, also die schärfsten Messer auf der Welt, das wissen Sie, das ist Obsidian, das schafft er auch nicht. Ja, ja. Und das ist in der Herzchirurgie, da willst du keine Narben mehr kriegen. Natürlich, um Narbenbildung zu vermeiden, da braucht man ganz scharf. Eine Atomreihe sozusagen, genau. Die kann. Und das schafft er. Ja, das schafft geht auch, nicht, Stahl nicht. Das schafft er nicht. Aber das wollen wir nicht jetzt. Ja. Aber wissen Sie, wie es Kapelle gemacht werden? Weil die Schärfe von Kapellen ist ja nun auch logischerweise. Die Macht, die sind hergestellt. Ja, automatisiert. Ja, das ist eh klar. Vielleicht machen wir es so, dass man. Also, ich gucke auf die anderen noch vor, dass ich nicht aber das. Und dann nachher für die fachlichen Sachen gerne zusammenbleiben oder so. Ja, das ist ein Also, ja, genau wie das und eine andere Form. Ja, ja, ja. Also, dann schaut jetzt um einiges kürzer aus. Um einiges ganz scharfes Messer. Ja. Braucht man, um Schneidematerial, das Schneidegut, Zellen nicht zu zerquetschen. Ja, ja. Und wenn man diese Zelle zerquetscht oder so bricht, ja, dann kommt auch unangenehme Geruch. Ja, das ist ja Das ist der Unterschied. Also, ja, Qualität. Ja, ja, ja.
Wer sich da ins Stammbuch schreiben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wenn es gefallen hat, der sagt es bitte mir. Und dann gehen wir in die Details, wenn wir möchten. Das ist nicht da, bitte sehr gerne. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Jetzt weiß man schon. Sie noch eine spezifische Frage? Ja, also kommen Sie mit dem Meer? Ich würde gerne wissen, meine Tochter ist vegan. Welches Wissen?